Keiner von uns hat Bock, frühzeitig alt und schrumpelig auszusehen. Und aus dem Grund gibt's heute passende Tipps, damit ihr so lange wie möglich young und fresh ausseht. Achtet mal bei älteren Menschen darauf, wenn ihr die Halspartie anschaut. Oftmals ist es so, dass die Halspartie relativ schnell schrumpelig wird und anfängt, Falten zu werfen. Gerade wenn auch alte Politiker einfach so einen Anzug anhaben, da sieht man das ganz deutlich. Mein Tipp an dieser Stelle, versucht einfach, euren Hals mit einzucremen. Ist gar nicht so schwer. Wenn ihr nämlich einfach euer Gesicht eincremt, dann nehmt einfach ein bisschen mehr Produkt und cremt auch bitte euren Hals mit ein, damit auch eure Halsregion, also die Haut in diesem Bereich, lange jung und fresh aussieht. Zweitens, das Tragen einer Sonnenbrille ist nicht nur cool und lässig und eine Sonnenbrille ist nicht nur ein Must-Have-Accessoire für uns Männer, sondern das Tragen einer Sonnenbrille kann dich auch länger jünger aussehen lassen. Warum? Zum einen lassen die dunklen Gläser einfach nicht so viel UV-Licht durch. Es schützt im Prinzip deine Augenregion vor dem UV-Licht und dadurch kneift man seine Augen nicht so krass zusammen, wenn man zum Beispiel mal in die Sonne schaut und dann runzelt man sich die Stirn nicht so doll, weil sowas bildet natürlich auch enorm Falten. Drittens, Leute, achtet darauf, dass ihr eine vernünftige Skincare-Routine habt und wenn ihr eine vernünftige Routine habt, wählt Produkte aus mit Anti-Aging-Wirkstoffen. Und wenn ihr keinen Bock habt, großartig zu suchen, kein Problem, vertraut einfach online Bruder Korte, denn wir haben aktuell neue Skincare-Produkte, die allesamt Anti-Aging-Wirkstoffe innehaben. Unser neuer Daily Facial Cleanser hat unter anderem Hyaluronsäure, Vitamin C und Tigergras inne und reinigt deine Haut porentief, ohne sie dabei auszutrocknen. In unserem Augengel sind unter anderem Wirkstoffe enthalten, wie zum Beispiel Hyaluronsäure, Kollagen, Q10 und Vitamin E, die deine Fältchen an den Augen langfristig reduzieren können und deine empfindliche Augenpartie auch ausreichend mit Feuchtigkeit versorgen. Und unsere Retinolcreme enthält logischerweise Retinol, Hyaluronsäure und Vitamin E, damit eure Hautelastizität auch langfristig hochgehalten wird und die Haut langfristig jung aussieht. Und Leute, denkt dran, ein Produkt kann nicht eure komplette Hautpflegeroutine und eure kompletten Hautpflegeprobleme lösen. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall immer zwischen 3 und 5 Produkte haben, was eure Hautpflegeroutine angeht und bestenfalls auch noch eure Hautpflegeroutine mit einem Lichtschutzfaktor abschließen. Und alle Produkte findet ihr logischerweise auch, wie immer, unten in der Infobox verlinkt. Viertens, achtet auf eure Gesichtsausdrücke. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in konzentrierten Momenten einfach mal total abwesend seid und unbewusst vielleicht eure Stirn runzelt. Das ist nicht so förderlich. Heißt, achtet bewusst mal darauf, wenn ihr in konzentrierten Situationen seid, dass ihr nicht eure Stirn runzelt und einfach auch nicht versucht, irgendwie diesen hier zu machen, weil denn dann passiert nämlich Folgendes, dann kriegt ihr so eine Zornesfalte, wie ich hier vorne schon, und die will man natürlich nicht haben. Fünftens, Leute, lasst das Rauchen nach. Egal ob Shisha smoken, vapen, kiffen oder gar normal rauchen, Leute, lasst den Rauch einfach weg. Ist A, nicht gut für eure Haut und B, auch nicht gut für eure Gesundheit. Wenn ihr nämlich raucht, ja, dann altert eure Haut einfach schneller. Von daher, lasst den Käse mit dem Rauchen einfach sein. Next one, der Sonnenbank-Flavor. Leute, ist verlockend, aber der Schaden, den das Solarium anrichten kann, ist größer als den Ertrag, den ihr dadurch habt. Denn die Haut altert bei hoher UV-Lichtausstrahlung tatsächlich extrem. Ich weiß, jeder von uns will gut gebräunt aussehen, aber wenn ihr wirklich regelmäßig ins Solarium geht und das über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, dann kriegt ihr wirklich so ledrige, alte Haut und die wollen wir natürlich nicht haben. Also meidet das Solarium oder zu viele direkte Sonneneinstrahlung. Und Leute, last but not least, der Tipp, den ich wahrscheinlich fast in jedem Video geben könnte, und zwar Wasser trinken. Trockene Haut entwickelt einfach viel, viel schneller Falten als hydratisierte Haut. Und aus dem Grund müsst ihr eure Haut natürlich auch ordentlich mit Feuchtigkeit versorgen in Form von Wasser. Heißt, trinkt, 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 trinkt ohne Ende. Kein Alkohol, sondern Wasser. Leute, die Tipps, die ich heute gegeben habe, waren alles so kleine, winzige, mini, mini Stellschrauben, die ihr einfach in euren Alltag integrieren könnt, die aber langfristig einen enormen Unterschied ausmachen. Aus dem Grund, Leute, versucht das einfach in euren Alltag zu integrieren. Und auf diesem Wege wünsche ich euch jetzt maximal faltenfreie Haut und nicht vergessen, unsere Hautpflegeprodukte abchecken, sind unten in der Infobox verlinkt.